damit willkommen zurück zu High Warriors und wir sind hier mitten beim Vulkan Heldin. Ja. Genau. Jo, nun wir sind schon ziemlich am Ende. Bei den Nerven, oder? Ich finde das auch. Wow, das war ja gerade noch mal das jetzt hier. So. Und tschüss. Ja. Verstärkung. Während ich hier drin bin. Na super. Dann will ich da gleich mal ausschalten. So, jetzt ist hier ins Blau. Gleich, muss ich nicht sagen. Dann hat den Ausgang erobert. So. Dann müssen wir das. Ah, hinten. Tschüss, du Vollpfosten-Hauptmann. 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 Vollpfosten-Hauptmann, genau. ja. Die Mini-Festung, also die in der Mitte. Ja. Weil die ist auch am nächsten Hauptquartier dran. Wenn die uns gehört, dann ist das Hauptquartier erstmal vorerst ein bisschen geschützt. Weil sollte das Hauptquartier jetzt nicht mehr so in Gefahr sein, eigentlich. Was ist das schon wieder hier? Ich mach das gar nicht für meinen Angriff unterbricht hier. Ey, das ist ja nur dieser Typ, der dann so eine Art Attacke auslöst und sich zum, wie heißt das? Ja, eben hat er noch so was anderes gemacht. Wie heißt das? Der P beginnt. Der fällt gerade den Namen nicht ein. Wenn du stehen bleibst, dich nicht mehr bewegen kannst. Aber. Nein, was ist das denn? Kanalisiert. Ja, das geht auch bei Paranoia, genau. Kanalisieren. Jetzt geht das eigentlich in Realität auch, Nägel. So, jetzt ist hier alles blau. Und du? Ja, jetzt ist es geschafft. Ich habe gerade den Typ erledigt, deswegen. Warum ist der Sheik eigentlich die ganze Zeit mit so einem Ding? Ja, das ist sein Schutz, sein eigener. Okay. Okay. Hat man viel bekommen. Ja. Mit den Motorrädern. Wieder weg. Was? Das ist da weg, gell? Ja, mach's weg. Das ist halt blöd, dass man alles entfernen muss immer. Ja, ist halt so. Na, welches Bild ist das? Alter, wie viele Bildfragmente gibt's denn? 100. 100? Ja. Und 100 wie goldene, machst du? 100 goldene Skulpturas und 100 Dinger. 100 Bilder. Also 100 Puzzleteile. Aber guck mal, wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 ungefähr zu machen. Ja. Also ich denke, wir sind 90% durch. 90%? Vielleicht hast du 3, 4 Parts, denke ich ja. Nein. Das ist ja gar, oh, das ist gar keine Vorstellung, hey. Warte kurz, sorry. Suchen. Nimm Kompass. Na, eine Bombe. Geh mal zurück. Warte, dann mach mal ein Level mit Bombe, wo man nicht fahren. Zum Beispiel hier hoch.
Wieso kann man das hier hoch? Muss man irgendwie da oben dasselbe machen, gell? Ja, du musst es nach und nach freispielen. Du tust so, als würdest du das Spiel das erste Mal spielen. Ja, ich weiß. Mach mal das da, dann kann man aber irgendwie. Das ist total blöd. Man muss doch irgendwie auch nach da kommen. Ja. Da geht's dann wohl nur von links nach da. Richtig. Scheibenkleister. Müssen wir halt warten. Das war jetzt hier, gell? Nee, hier war das. Wo soll man hier weitermachen? Da, komm. Ja, mach mal da X, vielleicht kannst du es ja holen. Zurück. Nee, ist auch mit Bombe. Ach nee, es war ja das, was wir gerade. Oder? Ja. Ja, mal keinen Kompass, warte. Wo kann man hier. Ja, komm, machen wir hier weiter. Da decken wir aber kartenmäßig nichts auf, ne? Also. Da decken wir was auf, ist aber Rang A. Haben wir schon gemacht. Was war das nochmal für eine Schlacht? Besiege alle Riesenmonster vorgegebenen Zeit. Machen wir auf Screen, haben wir ja schon gesehen. Ja. Da, okay, das ist ja gut. Gibt's irgendwie. Nee, gibt's nichts zu suchen. Heute die verbindenden Einheiten, Stufe 3. Begrenzt auf Sheik. Hey, ich bin Sheik Hiboy. Der Sheik, der will nur Krieg. Sheik und Krieg, heißt sich das? Ja. Du bist gerne dabei, warum kriegst du nichts? Oh, ah. Okay, toll. Geh da mal raus dann. Sorry, das habe ich jetzt. Ja, hopp nach. Ja, kann man nicht irgendwie hier. Zurück zur Karte. Zurück zur Karte steht da. Ja. Krieg mit Sheik. Hey, das ist so eine Art Mission von Melee, Krieg mit Sheik. Stimmt, ja, tatsächlich. Ja, fiel gerade so ein. Oh, Link, jo, bitte. Wie nehme ich denn Link? Ne, ich nehme mal Ruto oder Agneta. Empfohlen ist nix. Ich nehme mal Ruto. Die ist jetzt aus Ocarina of Time. Genau. Ich habe die nie gesehen. Wie gesagt, dann bist du blind. Ernsthaft? Ja. Dann solltest du dir ernsthaft mal zum Augenarzt gehen. Ach komm auf. Ich habe einen Sehtest bestanden. Mhm. Ganz knapp, ne? Nee. Doch, ganz knapp. Nein. Ganz knapp. Ja. Doch. Hör auf. Stimmt nicht. Doch, ich war dabei gewesen. Ja, ja, ich war der Arzt gewesen. Dann sag doch mal, welchem ich bitte war. Bei mir? Ja. So, dann bist du Arzt. Ich weiß, wie ich heiße. Pyroma, ich gehe auf Pyroma, warum bist du nicht ganz unten gegangen? Dann gehe ich halt links. Also mit G kann ich eh besser spielen, ich mag's gerade, der ist so gut. Ja, doch bessere Kombo-Angriffe. Kombo-Bomb. Wieder Lechenangriffe, Wumms. Okay, das geht jetzt nicht so toll aus für mich. Nö. Pyroma hasse ich. Dann bin ich auf die Top gegangen. Boah, das dauert jetzt aber hier. Mit der Festung, die wir ja kaum runtergehen. Okay, Ruto ist auch nicht besonders stark, aber. Da sind die. Ja, du solltest dich nicht verstehen lassen. Kleiner Tipp von mir. Au! Ey! So, Dicky, den Fetti hier mal erledigen. Hä? Was? Das wäre jetzt nicht so effektiv. Das ist nicht so effektiv. Nee. Du weißt aber schon, dass wir High Walls zocken, ne? Und nicht Pokémon. Sehr effektiv und nicht effektiv, ja. Flucht unmöglich. Ja.
Top-4-Trainer setzt Top-Trank ein. Top-Trank gibt's doch gar nicht, weil gibt's das auch. Natürlich gibt's das. Die KP werden vollkommen aufgefüllt. Wie viel sammelst du auf der einen, ne? Okay. Was für ein Vier war das jetzt? Weiß ich nicht, ich glaube Finsternis 4, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, wurde von dir befreit, steht er jetzt, okay. Ja, aber einsammeln auch. Hab ich. Gut. Wurde von dir befreit. Ja, aber du musst dir aber auch einsammeln. Ja. Wo läuft denn Pyroma hin? Der läuft in unser Hauptquartier in die Richtung wahrscheinlich. Hat die das geflohen? Hat die was geklaut? Warum ja, hat der Bomben. Man kann das sehen, was der Bomben hat. Weil die durchgestreckten sind. Das ist ja Boroma fast erledigt, ne? Bist du das mit deiner Strudel? Ich glaube ja. Ja, bin ich. Jetzt bin ich. Eine kleine Quizfrage ist. Also du bist Spiel des Toto, gell? Ja. Ja. Ist Toto ein Gegner für Link in Ocarina of Time? Ich glaube nicht. Nein. Ein Freund, also. Ja. Die will ihn sogar heiraten. Sicher. Yep. Ich überlege, dass es jetzt nicht wahr. Oder ist es also wirklich wahr? Doch. Sie will ihn heiraten. Und dieser Stein da, den Link braucht, wo sie ihn gibt, das ist dann auch so eine Art von den Zoras traditionell so eine Art Heirat, wie so eine Art Heiratsantrag dann quasi. Bestimmt am Ende des Spiels. Nein. Mittendrin. Wow. Ich hab's dann wirklich nie 100% gespielt. Ziemlich am Anfang sogar noch. Das ist der. Da ist der dritte Tempel, aber. Wassertempel? Nein. Wobei ist es so eine Art Wassertempel, aber nicht der Wassertempel, sondern. Das ist der Inneren eines Wals. Ah, hier muss ich. Geh weg. Wenn es um eine Fee geht, die hast du, ne? Will ich nur mal erwähnt haben. ZR war das. Ja. Na. Ui, das dauert. So. Na gut. Kein Wunder, du bist doch so schwach. Momentan. Cool, schickert ja auch Feuer. Schickert alle Licht. Quatsch, alle Elemente. Blitz, Wasser, oh, Eis. Link ist in Gefahr. Geh mal zu Link. Linky Boy, wo ist der? Der ist da bei dem blauen Punkt. Aber nicht der, der gerade in der Nähe von dir ist, sondern der andere. Ganz oben. Nein. Ja, du gehst gerade weg von ihm. Also doch in der Nähe. Aber nicht direkt an ihr, weil das sind zwei. Ich lauf mal hin. Ja, also, da wo ich bin. Darf nicht fliehen, das ist das Problem. Er stirbt gleich. Ja, guck, jetzt läuft er weg. Das hasse ich immer. Wenn ich den retten will, dann hauen sie ab. Jetzt würden die das immer für extra machen. Die Mittelfestung steht kurz davor zu fallen. Schlecht. Ach, findest du, dass das schlecht ist? Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. So, die Südfeldfestung einnehmen. Jo! Und die will sich kaum runterhauen lassen hier vom Ding her. It's not good. Ich kann mir mal Tränke. Okay. Tränke. Oder meinst du Drinks? Drinks. Nee. Nicht Tränke, sondern Tränke. Genau, Tränke. Ja, was hast denn du gemacht, Zimmer? Nix, ey, ich hab.
Was hast du nur gemacht? Nix. Was ist jetzt passiert? Ey, das Ding ist gefallen. Wir sind ins Nordquartier gegangen. Ich habe mich um die Gegner gekümmert. Du musst auf die Leute achten, dass... Oh. Was denn? Das ist bestimmt irgendein verbündeter Typ... Na gut, ich werde es dann sehen im Video. Woran es lag. Bestimmt irgendein verbündeter Typ gerade geflohen. Du kannst nur dich sehen. Du kannst mich nicht sehen im Video. Weißt du doch. Was hat das jetzt damit zu tun? Wir müssen die verbündeten Typis retten. Wahrscheinlich bestimmt irgendeiner von denen geflohen. Ach so, wie Link und so. Ja, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, du sollst Link helfen, ja. Den habe ich dann geheilt, aber ist wahrscheinlich irgendein anderer jetzt geflohen. Muss man auch darauf achten, was da immer steht, sag mal. Ich lese es doch. Nee, du liest es nicht. Da werden die isolierten verbündeten Einheiten. Ah, vergiss es. Steht zum Beispiel gerade da rechts. Vergiss es. Ey, zuerst sagst du ja lesen und dann noch nicht. Das ist mal gut. Du musst darauf achten, wenn irgendwas steht wie der und der ist in Gefahr. Ja. Und einsammeln, ne? Auch. Ja. So, jetzt haben wir die untere Festung mal eingenommen. Fast. So, jetzt nehmen wir hier den Vorposten ein. So. Komm, die Oma stirbt. Hast du deine Fee schon eingesetzt? Nee. Bei mir ist gerade aufgefallen, dass du sie vielleicht doch lieber nur erst beim Hauptquartier nur einsetzen sollst. Sondern bei dem anderen guckst, dass du von außen irgendwie angreifst. Was irgendwie Magie einsetzt und dann so reingehst, weil das schützt auch. Weil da sind zwei Festungen, die diesen Bann haben. Und Hauptfall, wenn du beim Hauptquartier keine Fee dafür hast, ist es eher schlecht. Deswegen. Du solltest ja echt die Dings eher lassen. Mensch, dieser Fetti hier, das ist auch nervtötend. Also Link ist jetzt hinten, der bedrängt. Ja, bedrängt geht noch. Da musst du nur gucken, dass du vielleicht in der Nähe bleibst, weil er dann ziemlich schnell gerne mal in Gefahr ist. Und erst sind sie in Bedrängnis und dann sind sie in Gefahr. Ja, jetzt hier, jetzt ist das hier das Hauptquartier, wo ich schon dran bin? Nee, das ist weiter oben. Das siehst du mal an diesem Art Fähnchen. Da sollte ich mich nicht hinsetzen. Also bei der normalen Festung da jetzt nicht. Guck, dass du da nur dann reingehst, wenn du Magie hast. Und ansonsten vielleicht guckst, dass du irgendwelche Angriffe von außen nimmst und die dann da reinballerst. Und die so irgendwie eroberst. Aber ich komme da nicht mehr durch, weil das da ist dort dieser Schutz. Man muss ja die... Stimmt. Oder guck mal, oder geh mal oben hin und erober die Festung. Dann kümmere ich mich vielleicht um die Festung erstmal. Dass die hier... Weil ich kann gut da von außen reinschießen. Ah... Also ich soll jetzt nach oben. Ja. Kann ich jetzt... Nee, scheiße, da kann ich durch. Genau. Ey, wie soll ich jetzt nach oben kommen? An einem Weg irgendwie. Hier ist geschlossen. Ja, ganz normal nach rechts.
Genau, da weiter. Mach doch mal hier. Ich brauch Magie. Ich glaube, ich sammle schnell Magie dann auf. So, und jetzt bin ich wieder im blauen Bereich. Jetzt muss ich jetzt mal ganz oben. Ja, genau. Hier ist genug Gras, hier sollte ein bisschen Magie sein. Fähnchen. Ja, zum Glück. Gut, komm. Ein bisschen Magie noch. Nixe. Ja, falsch, halt. Nixe, nixe. Oh, der Hyrule-Hauptmann ist in Gefahr. Der ist aber auch geschlossen, ne? Ja, das ist schlecht. Ey, warum bin ich in den Weg gegangen? Toll, jetzt bin ich umsonst da hoch. Mist, ist zu, das ist echt doof. Ja. Ja, erober mal die Festung da ganz links. Jetzt schaffst du den Hyrule-Hauptmann zu retten. Ganz links. Du warst gerade da, warte mal. Ja, dann mach ich. Bis du da bist, ist der geflohen. Ey, ich folge dir jetzt erstmal. Ich weiß nämlich jetzt nicht, was ich tun soll. Eben die Fee wahrscheinlich mal einsetzen. Wenn ich Glück habe, ist es der direkt da oben. Nur wenn ich Glück habe. Lebt er noch? Ja. Lebt er noch? Okay, dem geht's gut. Scheinbar, oder? Nö. Dem geht's. Ja, was ein anderer Hyrule-Hauptmann der Gefahr ist. Komm, ich brauche. Jawohl, ich hab Magie, sehr schön. Für die andere Festung gut. Hä, hey, wieso kann ich jetzt. Also, welche Fee ist das jetzt? Also, jetzt habe ich vier eingesetzt, weil es gibt ja keinen anderen Weg. Doch, jetzt. Mensch. Es gibt ja keinen Weg. Du solltest erstmal die anderen Festungen einnehmen. Warum sage ich denn das dir? Dass du das so machen sollst. Ich das nicht. Die anderen Festungen sind blau. Guck doch. Ich meine, die da weiter. Oh, die da weiter rechts, Mensch. Das hat nicht geklappt. Das hat schon geklappt. Und mit der Fee müsste man da nichts tun. Ja, die sollst du einfach nur erobern. Dass irgendwelche Festungen eroberst quasi. Oh Mann, warum sage ich dir das denn, verdammte Scheiße? Lass mich doch einfach mal, es ist ja schon blau. Ja. Das hätte jetzt super geklappt, jetzt habe ich extra Magie auch gesammelt, um in die andere Festung nochmal reinzugehen. Das klappt doch. Toll. Was war das jetzt? Wir haben jetzt verloren. Ich werde jetzt nichts dazu sagen. Ich werde nichts ich dazu sagen. Ich habe erobert. Es ging nicht mit dem Dings. Ich werde nichts dazu sagen jetzt. Ich will nicht mehr wegen ein paar Trinken, sonst muss man das so viel rausschneiden. Das ist scheiße. Lass das bitte. Das ist schwer, das ist einer der schwersten. Dann hol du die Fee, okay? Einfach du die Fee. Ja, dann geh du da links in die Festung. Links. Hier.
Ja, das wird was. So. Die drehen uns zurück. Keine Magie erschienen? Na, ist okay. Egal, jetzt kann das eingefallen. Wir haben letztes Mal vergessen, die Truhe mit von Nala zu holen bei dem einen Ding. Ja, toll. Ich hab's extra noch gesagt gehabt. Ja. Oder, ja, hab ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht, muss ich zugeben. Hey. Das können wir auch noch zugeben. Pyroma. Warum kam die vorhin die Animation nie? Welche? Von Pyroma. Oder hast du die mal schnell genug weggedrückt? Die habe ich jetzt weggedrückt, ja. Nee, vorher immer, meine ich. Also, keine Ahnung. Da habe ich jetzt weggedrückt. Das ist also ein Drückeberger quasi. Ich habe nichts weggedrückt. Also bist du ein Drückeberger? Nee. Na, bist du kein Drückeberger halt eben. Jetzt als Drückeberger eingeschätzt. Nee, Spaß. Hier schon voll. Ein bisschen abräumen hier. Zack. 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 Hä? 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 Was los? Müssen wir mit lassen. Ja, was los? Nix. Nix? Was ist eigentlich dieses Zeichen? Da dieses Viereck oder Sechseck über dem Gegner, wenn der Tank gemacht hat und dann so ein Links erscheint. Da wurde ich mal gefragt. Was meinst du? Ich weiß es doch, dieses Zeichen, dieses Sechseck da, wie eine Art Stoppschild mit den verschiedenen Farben, wenn man die Gegner tötet, die dann betäubt sind. Das ist auch eine Betäubung, ich glaube ja. Betäubzeichen ist das halt. Sorry, aber ich weiß jetzt echt nicht, was du meinst. Ich kann damit jetzt nichts anfangen. Denk mal nach, du kennst das Spiel. Da, guck! Ah, jetzt ist es weg. Da! Ja, überhaupt alles gut nach. Ich kann es dir nicht zeigen, du musst. Ich kann es besser nicht ausdrücken. Sechseck eben, wie ein Stoppschild. Wir sind schon wieder kurz davor zu verlieren. Guck mal, dass du jetzt da um die Ecke gehst, quasi. Außenrum. Außenrum. Links. Links ist hier. Ja. Weil der Hyrule-Hauptmann ist Gefahr. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Ob der weiter unten ist. Da ist der Hyrule-Hauptmann. Ich sehe ihn. Ja. Aber er muss nicht geheilt werden, ne? Richtig? Nee, der hat 75% blau. Ja. Der muss, das ist der hier unten. Das ist schon wieder ein Problem. Das ist schon wie, so wie eben.
Musst du mal hier in die Festung kommen und mir helfen, weil mit Roto dauert das Ewigkeiten, bis ich die Festung hier runtergehauen habe. Bis dahin könnte der fliehen. Also runterkommen, go, go, go. Ja, da ist er zu. Ja, eben, deswegen die scheiß Festung erobern. Ich sag's nicht umsonst. Ja? Einfach auf mich hören, ja? Ich kenne das Spiel besser als du. Das ist nicht unbedingt wahr. Das ist 100% wahr. Wir haben es am selben Tag gespielt, also am selben Tag gekauft. Und angefangen zu spielen. Gut, du kennst besser, weil du auf das Spiel. Nee, ich hab's weit vor dir gekauft. Ich hab's so ziemlich zum Release gekauft. Hab ich doch auch. Da hab ich auch angefangen zu explain. Am 28. war das schon wieder verloren. Andere. Oh, wir müssen den besser. Lass mal zum Schluss. Komm. Ne, wir versuchen es normal und diesmal gehen wir beide links außenrum direkt. Ja, du bist halt chic. Oder einen anderen Charakter, Link. Ich sag dir mal, hol mal Link. Gut. Also, bis zum nächsten Part. Ja.